Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Zuschauerfrage, die sich um den Naturteich dreht. Und hier sehen wir Imada, einer der Naturteiche, die am schönsten gelegen sind bei Konishi. Richtig in der Wildnis hinten. Und wir müssen uns mal überlegen, das ist ungefähr die halbe Größe eines Fußballplatzes. Da haben wir ca. 20 große Koi im Jahr drin. Und man weiß, steigert man die Anzahl deutlich, würden wir 10 Koi, nur 10 Koi, ja, 10 Koi können wir hier auf 10 Kubik halten, würde die Produktion oder die Leistung der Koi dramatisch zurückgehen. Dann wachsen die plötzlich statt 5 nur noch 3 cm, auch wenn sie mehr füttern, dann wird die Wasserqualität schlecht. Da sehen Sie eigentlich mal, wenn man rein die Sache der Natur überlässt, wenn man also extensive Fischzucht, Aquakultur betreibt, sprich ohne irgendwelche Zugabe, dann ist die Produktionsfähigkeit von den Teichen nicht so hoch, wie man das immer glaubt. Ja? Allerdings extensiv würde heißen, wir würden nicht zufüttern und wir würden auch keine Belüftung reinmachen. In dem Moment, wo man belüftet oder zufüttert, ist es schon wieder intensiv. Ja? Aber es reicht gerade mal für 10 Riesenkoi bei so einem großen Teich. Aber Achtung, wenn Sie jetzt einen Karpfenzüchter fragen, der mit irgendwelchen Eisgründer Karpfen rum experimentiert, da kann das schon wieder ganz anders sein. Die haben vielleicht eine ganz andere, nicht eine ganz andere, aber eine andere Physiologie, sind auf was anderes gezüchtet worden, konditioniert worden. Da kann es natürlich sein, dass man die fünffache Menge reintun kann, immer noch ein akzeptables Ergebnis hat. Ist halt immer die Frage, was möchte ich? Ja, und wir haben ja auch bei kleinerem Koi, haben wir ja auch auf dem Quadratmeter mehr Koi als jetzt bei solchen Riesen. Also gilt nur für so große Koi. Und die Frage kommt von Fischmudi. So nennen sie sich. Themenvorschlag bezüglich Naturteich. Hallo Herr Kammerer, mich würde mal einmal interessieren, was mit den Naturteichen nach dem Abfischen passiert. Das Wasser ist ja ziemlich abgelassen, werden die Teiche danach gereinigt. Ja, die Fische werden gereinigt, und zwar im Wasser. Werden die Teiche danach gereinigt und wieder aufgefüllt? Und wann werden dann wieder neue Fische eingesetzt? Wäre schön, wenn Sie dieses Thema im Blog beantworten können. Gruß aus Eichstätt. Ich habe jetzt schon gedacht, aus Eichgründer. Aus Eichstätt, Christine. PS, ich habe seit Herzen einen wunderschönen Genesis-Teich mit Abdeckung und würde mich freuen, wenn Sie auch mal zu mir zum Bloggen kommen können. Sehr gerne, Christine. Aber dann schreib mir mal eine E-Mail, sag, dass ich es im Blog versprochen habe, weil das wandert morgen früh in Müll, wenn ich die Blogs alle runtergeladen habe. Und dann kommt es in unseren Blog-Touren-Ordner. Wenn auch Sie Interesse haben, dass wir vorbeikommen, einfach schreiben. Wenn wir in der Nähe sind, melden wir uns. Also, das ist der Teich. Der wird jetzt komplett abgelassen. Ja, und wir wissen ja, im Schlamm unten leben die Bakterien, die wir brauchen, damit die Schadstoffe abgebaut werden. Ja. Früher hat man immer am Anfang, als es losging, hat man gedacht, wow, die Naturteiche, das funktioniert über die Verdünnung, ja. Es kommt so viel Frischwasser rein, wie man braucht, damit die Ausscheidung von den Koi quasi so weit runter verdünnt werden, dass nichts passiert. Völliger Quatsch. Am Ende funktioniert es genauso wie ein Koi-Teich. Mit einem Unterschied, ich habe die Biologie nicht irgendwo da draußen in einem Bürstenfilter oder einem Helix oder keine Ahnung was, sondern der ganze Kot sinkt ab, also wird unten im Schlamm der Kot zerlegt und zum Teil im Wasser an Partikeln lebend, aber auch im Bodenschlamm lebend, die Bakterien, die nachher Ammonium und Nitrit abbauen und so konditioniert man. Auch die Farbe des Schlamms, ganz wichtig, also wir haben Teiche, die haben einen grauen, die haben einen hellgrauen, die haben gelblichen, die haben grünlichen Schlamm, die haben bräunlichen Schlamm. Auch wie der Schlamm riecht, auch da spielen die Sensorik eine ganz große Rolle. Und je nachdem weiß man, wie gut ist der Schlamm konditioniert. Aber auf was ich hinaus wollte, dass da unten lebt. Das ist unser Filter. Ja? So, muss man sich vorstellen, wie ein Bürstenfilter ohne Bürsten. So. Und jetzt will man natürlich auch, dass es über den Winter weiterlebt, dass es nicht abstirbt. Das ist das, was ich immer sage. Ja, man muss gucken, dass das Zeug am Leben bleibt. Und wenn das ganz abgelassen wird, wird dank Bayer, ja, mit einem Produkt namens Pelka, also die Teiche sind nur made in Germany, über den Winter zu retten. Nein, ist wirklich von Bayer, können Sie mal gucken, das ist ein Stickstoffdünger. Und da haben die so eine Maschine und dann schießen die da richtig so schwarze Pellets in Schlamm unten rein. Und da wird im Prinzip Stickstoff freigegeben, so dass die Produktionsfähigkeit des Teiches, des Schlamms über den Winter nahezu erhalten bleibt. Aber auch im Frühjahr ist es so, dass muss auch alles wieder in Schwung kommen. Das kühlt alles aus, zum Teil trocknet es auch aus. Will man dann auch wiederum, damit gewisse
schädliche Mikroorganismen auch absterben, dies, das. Und im Frühjahr dann, oder im Prinzip, wenn wir abgelassen haben, ja, wenn alle Fische raus, dann zieht, hier hinten haben wir ja den Mönch, da können wir ja stückchenweise den Teich ablassen. Irgendwann zieht Chris an den allerletzten Stöpsel. So, dann läuft alles voll raus, auch ein bisschen überschüssiger Schlamm, muss man sich auch vorstellen. Das ist wie bei Ihnen im Bürstenfilter, ja. Das wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Der Teich würden wir jetzt ihn nicht ablassen, sondern jedes Jahr nur Futter, 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 Futter rein. Dann würde der irgendwann mal abflachen, versanden, sagt man da, glaube ich, oder keine Ahnung. Also der würde immer flacher werden und unten hätte man einen Mulm. Weiß jeder, der irgendwann mal einen Gartenteich vor 20 Jahren angelegt hat, mit 1,50 Meter Tiefe, irgendwann sind die Dinger nur noch 70 oder 60 oder 50 Zentimeter tief. Genau das Gleiche würde hier auch passieren. Und drum wird am Schluss immer, da haben die Erfahrung, eine gewisse Menge Schlamm mit rausgespült und dann ist das erledigt. Aber wenn erledigt, Schlamm raus, Perlka rein, dann machen die einen Stöpsel wieder rein. Und dann füllt sich's mit den Niederschlägen wieder. Und je, die großen Koi kommen im April in die Naturteiche, werden dann aber häufig die ersten Wochen gar nicht zugefüttert. Ja, weil da weiß man auch, Columnaris, diese Flavobakterien sind ein Riesenscheiß. Wenn gerade im Frühjahr große Weibchen, Laichzeit, schwankende Wassertemperatur, auch in Japan kommt dann im Juni die Regenzeit, da ist man vorsichtig, da gibt es erstmal keine Fütterung, dann gibt es eine gewisse Grundfütterung und erst im Juli, Anfang August, dann wird Vollgas gegeben und August, September sind dann hier richtig die Wachstumsmonate und dann wiederholt sich das im Prinzip Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Übrigens habe ich schon oft gesagt, diese Teiche mit einer natürlichen Uferböschung geben die Reisbauern, die Teiche gehören ja alle Reisbauern, geben sie nicht mehr so gerne an die Koi-Züchter ab, weil die Koi quasi das immer weiter untergraben, untergraben, untergraben. Also in 30 Jahren haben wir den Baum nicht mehr, weil der ist dann auch in den Teich gefallen. Werden Sie lachen? Wir haben jedes Jahr ein, zwei Teiche, egal ob Kirita, Tsutsumita, Amazu, irgendwo, wo die Bäume wirklich dann reinfallen, weil die Uferböschung immer weiter untergraben wurde. Aber wenn es sich genau interessiert mit dem Desinfizieren, Perlka, P-E-R-L-K-A, gibt es eine Internetseite, habe ich mir auch mal durchgelesen, ganz interessant und irgendwie auch so ein Wundermittel für die Agrarwirtschaft. Vielen Dank, Christine, und wir kommen gerne vorbei. Bis dann, ciao.